Das ist ja der Wahnsinn! Frische Blumen! Frische Blumen! Frische Blumen! Ja! Davon würde ich einen ganzen Korb nehmen. Und davon würde ich einen ganzen Stapel mit Stoffen nehmen. Und ich würde gerne 5 Äpfel nehmen und 3 Fässer mit Marmelade. Wenn ich doch nur Geld hätte. Oh, nein, kein Geld, kein Geld. Wieso denn kein Geld? Wieso denn kein Geld? Wieso denn kein Geld? Wieso denn nicht verschenken? Ich muss doch mal Geld verdienen. Werte Dame, es stört Sie doch sicherlich nicht, wenn ich mir ein kleines Stück Brot hier wegnehme. Dazu nehme ich nur noch ein wenig Marmelade. Vielen Dank. Und den Alkohol nehme ich hier auch lieber weg. Das ist doch überhaupt nicht gesund für Sie. Halt! Halt! Warte! Den Eulenkäse kannst du noch mitnehmen. Ach, vielen Dank. Fliegen auf einen Streich. Das ist der absolute Wahnsinn. Das habe ich noch nie geschafft. Und Peter, damals in der 5. Klasse, hatte mal angegeben, dass er 3 Fliegen auf einen Streich erschlagen hat. Und ich habe 7 geschafft. Das ist so toll. Ich muss das der ganzen Welt erzählen. Und alle werden staunen. Ich werde mir einen Umhang machen, auf dem draufsteht, 7 auf einen Streich. Oder noch besser, ich mache mir ein Stirnband, auf dem dann dick und groß draufsteht, 7 auf einen Streich und jeder sieht es und fragt mich, wie, 7 Fliegen auf einen Streich? Das ist ja toll! Oder noch besser, ich mache mir einen Gürtel. Genau, ich habe bestimmt dafür alles dabei. Dann schreibe ich darauf 7 auf einen Streich. Das wird
Wahnsinn. Fliegen, 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 fliegen hinterher, sieben auf ein Streich, diese Geschichte wird legendär. Es waren zwar nur Fliegen, aber trotzdem wird diese Geschichte einmal um die Welt gehen, man wird mich als Held sehen. Eins dieser Weltthemen, mein Leben ist so wunderbar, es sollte jetzt Geld regnen. Deshalb geh ich einfach wandern und erzähle es all den anderen, wirkt dann vielleicht sehr bewandert, wie ein Weg, der nur noch Sand hat. Mein Name ist bald in aller Munde, von heute an könnt ihr mich einfach bewundern. Wenn die Menschen einen lieben, wird bei sieben Fliegen schon mal übertrieben und dann sind es auf einmal 100. Nach jedem ersten Schritt muss auch ein zweiter sein. Tap, 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 tap für das Schneiderlein. Nach jedem ersten Schritt muss auch ein zweiter sein. Schritt für Schritt, tap für das Schneiderlein. Nach jedem ersten Schritt muss auch ein zweiter sein. Tap, 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 tap für das Schneiderlein. Nach jedem ersten Schritt muss auch ein zweiter sein. Schritt für Schritt, tapferes Schneiderlein. Ungeschickt flieg ich über das Holz. Unter meinen Füßen ist ein Ast eingeknickt. Und geschickt mit einem Trick hab ich diesen Satz eingestickt. Sieben auf ein Streich, ja das steht jetzt auf meinem Gürtel. Nein, das ist kein Zufall, wie bei einem Würfel. Ich bin schon so ein außergewöhnliches Bürschchen. Bei einem Schneider läuft das Leben halt gerne mal am Schnürchen. Nach jedem ersten Schritt muss auch ein zweiter sein. Tap, 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 tap für das Schneiderlein. Nach jedem ersten Schritt muss auch ein zweiter sein. Schritt für Schritt, tap für das Schneiderlein. Nach jedem ersten Schritt muss auch ein zweiter sein. Tap, 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 tap für das Schneiderlein. Nach jedem ersten Schritt muss auch ein zweiter sein. Schritt für Schritt, tap für das Schneiderlein. Dein Flügel ist ja ganz verletzt. Wir brauchen Hilfe! Wir brauchen einen Arzt! Ach, Vögelchen. Aber hier kann ich dich doch nicht liegen lassen. Ich bringe dich an einen sicheren Ort. Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Ich glaube, hier auf dem weichen Moos kannst du dich gut ausruhen und dein Vogelflügel wird schnell wieder heilen. Ach ja. Ich habe sieben Fliegen, Männer, mit meinen Fäusten erschlagen.
Ja. Du. 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 Aus einem Stein pressen. Aber der Käse, das ist die Idee. Ich kann das auch, aber viel besser. Ich brauche dafür nur einen Arm, um aus diesem Stein das Wasser zu pressen. So weit werfen, dass er um die Erdumlaufbahn fliegt. Vögelchen, du musst jetzt ganz tapfer sein. Eins, zwei, drei, flieg! Ich kann die Welt auf meinen Händen tragen. Eins, zwei, drei. Unglaublich! Ich hab Angst! Der ist gefährlich! Ja. Wir müssen ihn erschlagen. Der muss weg! Aber alleine schaffen wir das nicht. Wir bringen ihn zu den anderen. Ja, dann sind wir mehr als ja. Hast du Hunger? Hunger habe ich eigentlich immer. Bei uns gibt es Wildschweinbraten mit Pfannkuchen. Interessante Mischung, aber da bin ich dabei. Na dann komm. Thank you.
Guten Morgen! Unglaublich! Was haben die denn alle? Ich sag immer, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und nun mache ich mich auf und werde allen von den lieben Fliegen erzählen, die ich erschlagen habe. Ich hab diesen Fliegen Riesen bewiesen, dass man mit mir nicht spaßen kann. Sie dachten, ich würd schlafen, pa, ich will lieber heute einfach so die Welt genießen. Mich verlieben in die Blumen, wie sie aus den Wiesen sprießen. Ich mag diesen Tag und ich frag mich, welchen Weg ich heute noch gehe. In der Ferne konnte ich Menschenmassen sehen, wie sie vornehm vor dem Schloss rumstehen. Und der Stoff, der in den Fenstern hing, ließ mein Herz gleich um vieles höher springen. Und wer da drin haust, ist anscheinend ziemlich gut betucht. Misch ich mich mal unauffällig unter den Besuch. Nach jedem ersten Schritt muss auch ein zweiter sein. Tap, 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 für das Schneiderlein. Nach jedem ersten Schritt muss auch ein zweiter sein. Schritt für Schritt, tap, für das Schneiderlein. Nach jedem ersten Schritt muss auch ein zweiter sein. Tap, 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 für das Schneiderlein. Nach jedem ersten Schritt muss auch ein zweiter sein. Schritt für Schritt, tap, für das Schneiderlein. Da war ich noch nie. Das ist mir egal. Jetzt lassen Sie mich gehen. Aber ich würde gern noch wissen, Ihr Akzent, der kommt mir bekannt vor. Wo kommt der? Der kommt aus Spanien. Ach nee, da war ich auch noch nie. Das ist mir komplett egal. Jetzt lassen Sie mich gehen. Aber wohin geht's denn? Ach, hat der einen schicken Hut auf.
das ist der Dritte. Ich bin schon der Dritte? Ja, Sie sind der Dritte, der fabelhaft gekleidet diesen Weg hier gehen möchte. Aber nein, dann muss ich mich ja beeilen. Wohin geht's denn überhaupt? Zum Schloss. Das klingt ja wirklich interessant. Meine Karte bitte, ich brauche sie. Eine Karte? Eine Party? Oder was ist im Schloss los? Nein, nein, ich möchte zum Schloss auf die Party und allen erzählen, wie toll ich doch die 7 Fliegen erschlagen habe. Aber das ist doch gar keine Party. Eigentlich ist das viel trauriger. Einst versuchte unser tapferer König, die 3 Gefahren des Landes zu besiegen durften. Leider wurde er dabei verrückt. Nun isst er kaum noch, er geht nicht mehr allein aus dem Schloss und wenn er lacht, dann gackert er mit den Hühnern im Stall. Nun ist das Land ohne Herrscher und deswegen muss ich mich bewerben, die Prinzessin zu heiraten. Man munkelt nämlich, dass 3 Minister die Macht übernommen haben. Das werde ich beenden. Ich mach dich stolz, Mama! Ja, ich habe alles drauf. Alles ist vorbereitet. Ist der Kronleuchter poliert, die Gläser bereitgestellt, die Tische gerückt. Alles glänzt und funkelt. Alles perfekt. Gut. Die Prinzessin? Die Prinzessin? Habt ihr die Prinzessin gesehen? Die Prinzessin. Ich glaube, ich kann sie nicht finden. Sie ist nicht auffindbar. Die Prinzessin ist nicht. Die ist nicht. Oh, ich kann diese Prinzessin. Die ist. Die Prinzessin ist da. Dann können wir beginnen. Der König und die Königin? Wen auch noch? Wo ist sie denn schon wieder? In der Stall mit den Ziegen und spielt mit denen. Ja, und der gackert doch wieder mit den Hühnern. Ist immer dasselbe. Ich glaube, wir brauchen sie gar nicht. Furchtbar! Was ist, wenn du alleine bestimmst? So wie eigentlich immer. Ich bestimme allein, wen die Prinzessin heiratet. Ich suche den Bewerber für sie aus. Ich entscheide, wer der nächste König wird. Genial. So machen wir es. Lasst die Bewerber herein.
Es bin tut mir leid. Solch ein Tollpatsch. Ja. Vielen Dank. Ich hätte aber noch eine Frage. Wie komme ich in dieses Schloss? Über das Eingangstor. Ach, ganz einfach. Noch ein Bewerber. Bewerber? Wofür kann man sich denn hier bewerben? Das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis. Ich liebe Geheimnisse. Doch am liebsten bekomme ich die Wahrheit heraus. Darf ich raten? Ja. Vielleicht als Gärtner? Nein. Als Kutscher? Nein. Konditor? Nein. Hofnarr? Ich glaube, du kommst nicht drauf. Ich verrat's dir. Aber dann musst du mir auch ein Geheimnis verraten. Du hast doch bestimmt auch ein Geheimnis. Ja, ja. 7 auf einen Streich? Ja. Und wofür steht die 7? Du musst auch raten. Okay. 7 Drachen. Kleiner. 7 Ritter. Kleiner. 7 Wildschweine. Kleiner. 7 Adler. Kleiner. Ich hab's. 7 Hasen. Ich glaube, du kommst einfach nicht drauf. Es sind 7 Fliegen, die ich erschlagen habe. Fliegen? Das ist gar nicht so lustig. Und 7 Fliegen erschlagen ist auch gar nicht so einfach. Das ist mein Rekord. Ja, ja. Ich bin sehr beeindruckt. Danke. Dann muss ich dir jetzt auch mein Geheimnis verraten. Also, ich bin die Prinzessin. Und man kann sich heute dafür bewerben, mich zu heiraten. Oh. Aber das ganze Getue nervt. Ich würde lieber einfach so den richtigen finden. Ah, oh, das kann ich gut verstehen. Das kann ich gut verstehen. Ich mache mich dann mal auf den Weg, weil an jemanden wie mir hat die Prinzessin sicherlich eh kein Interesse. Warte, komm mit. Juhu! Diesen Mann möchte ich heiraten. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Doch. Nicht diesen Lump. Nicht diesen Lump. Nicht diesen Lump. Nicht diesen Lump. Doch. Und dieser Mensch stand auf dem Thron.
einflussreichsten und beeinflussbarsten Männer. Danke, Herbert. Und was tut die Prinzessin? Sie wählt diesen Lump. Wir müssen was dagegen tun. Wir brauchen einen Plan. Ich habe eine geniale Idee. Wir müssen verhindern, dass die Eltern der Hochzeit zustimmen. Großartige Idee. Danke, danke, danke. Dann los, auf zum Königspaar. Ich habe so eine komische Angst. Ich glaube, ich habe eine Idee. Er könnte doch beweisen, dass er ein wundervoller König wäre. Ja, das würde ich gerne beweisen. Aber wie? Ich habe eine gute Idee. Er muss die drei Gefahren unseres Landes besiegen. Ausgeschlossen. Doch. Doch, doch, das werde ich schon schaffen. Mach dir keine Sorgen. Aber was sind denn die drei Gefahren? Die drei Gefahren. Die drei Gefahren. Die drei Gefahren. Erste Gefahr. Das sind die Einhörner. Zweite Gefahr. Das ist das Wildschwein.
dritte Gefahr. Das sind die Riesen. Ich habe das Gefühl, die Prinzessin hat Angst um mich. Ja, die Prinzessin hat Angst um mich. Ich bin dir wichtig. Ja, lass mich mitkommen. Ja, das ist doch eigentlich eine gute Idee. Wir beide als Duo werden alle Abenteuer bestehen und vorgezogene Flitterwochen. Juhu! Thank you.
ihren Plan. Erinnerst du dich an diesen Fürsten aus Sachsen? Tagsüber ein tadelloser Mann, doch in der Nacht ein Wüterich. Er schimpft und schmiss Dinge durch den Raum. Und einmal lief er sogar unbekleidet durch das Schloss und beleidigte den König, woraufhin er fortgejagt wurde. Ich hab's! Wir werden diesen Halunken nun Nacht für Nacht belauschen, bis wir ihm einen Skandal anhängen können. Ich hab die beste Idee! Wir werden diesen Halunken einfach Nacht für Nacht belauschen, bis wir ihm einen Skandal anhängen können. Ich bin so gut. Ah, ich bin so Wer schnarcht da? Ich bin das nicht. Wer schnarcht da? Wer schnarcht da? Sie ist das nicht. Wer schnarcht da? Ach, wer schnarcht da? Wer schnarcht da? Wer schnarcht da? Ach, wer schnarcht da? Er ist das. Sieben auf einen Streich. Sieben? Nur sieben besiegen? Sieben auf einen Streich und schon ist er reich. Oh nein! Sind unergründlich, doch wenn dies der Weg ist, den sie sich ausgesucht hat, dann soll es so sein. Die Liebe ist wertvoller als alles Gold der Welt. Unsere Prinzessin hat ihren Prinzen gefunden.
Thank you.